Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Küchentisch, auf meiner Werkbank zu meinem nächsten Projekt. Was haben wir heute vor uns liegen? Etwas Exotisches, etwas Außergewöhnliches, eine Multirolle, ein Riesending, eine Shakespeare Fulmar 2921. Ich halte es mal was näher hier ins Bild. Also eine große Multirolle mit Schnurführung und Schiebebremse. Eine Rolle, die mir bis dato absolut unbekannt war. Ich kannte sie nicht, das Modell kannte ich nicht, habe ich noch nie gesehen, noch nie in der Hand gehabt. Und ich habe sie letztes Mal kürzlich schon mal aufgeschraubt, habe reingeguckt und etwas gereinigt und gefettet, wie auch immer. Wollte eigentlich ein Video dazu laufen lassen und habe mir dann gedacht, beziehungsweise habe unter dem Dreh gemerkt, nee, es ist keine gute Idee, eine Videoaufzeichnung zu machen, wenn man völlig blank ist, wenn man überhaupt nicht weiß, was einen darin erwartet. Danach habe ich mir dann gedacht, als es wieder zusammengebaut war, das wäre doch eigentlich ein schönes Projekt, um das hier mal vorzustellen, einfach um mal zu zeigen und zu erläutern, wie funktionieren Multirollen mit dieser Schiebebremse und was ist das Konstruktionsprinzip dahinter? Was unterscheidet sie von diesen klassischen Multirollen mit Sternradbremse? Das wollen wir heute mal machen. Also, ich schraube das Ding gleich auf. Dann werde ich auch was mehr zu dieser Rolle erzählen, während ich hier schraube. Das wird nämlich eine Weile dauern. Ich muss mir etwas aufheben an meinen Wortbeiträgen. Und dann sehen wir mal, wie sowas funktioniert. Also, diese Multirolle mit Schiebebremse. Warum wurden die gebaut oder wie kam man auf die Idee? Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist so, um die Bremsleistung einer Angelrolle zu erhöhen und auch die Performance der Bremse zu erhöhen, muss man die Bremsfläche vergrößern. Das kann man bei Frontbremsrollen, bei Stationärrollen oder bei klassischen Multirollen mit Sternbremse erreichen, indem man die Anzahl der Bremsscheiben erhöht. Oder aber man macht das wie hier bei diesen Modellen, man baut einfach eine einzige, aber dafür riesengroße Bremsscheibe ein. Das Prinzip ist so, oder der Unterschied ist so, ich habe hier mal was rausgelegt, das hier ist jetzt eine Pen Long Beach 60, das ist also eine ganz alte klassische Multirolle mit einer Sternradbremse. Und es funktioniert so, hier unter der Achse, unter der Kurbelachse, hier im Inneren steckt das Hauptgetrieberad drin und in diesem Hauptgetrieberad liegen die Bremsscheiben. 6 Stück in der Regel. Und wenn man hier die Sternradbremse nach vorne dreht, dann wird Druck auf diese Bremsscheiben ausgeübt. Und jetzt, ich habe es ein bisschen zugedreht und jetzt geht das Kurbeln schon schwerer. Also der Bremsenstapel wird hier zusammengepresst im Getrieberad, das auf der Hauptkurbelachse steckt. Bei diesen Rollen hier mit Schiebebremse ist das Prinzip anders. Da gibt es sowas nicht, sondern hier drin in der Spule an der Seite, das zeige ich gleich, ich mache es auf, ist eine einzige große Bremsscheibe. Und wenn man hier diesen Hebel nach vorne bewegt, wird die ganze Spule etwas in Richtung Getriebeseite gezogen. Dadurch wird Druck aufgebaut oder es wird die Bremsscheibe und die Metallscheibe, die da drin ist, die werden zusammengepresst und so entsteht die Bremswirkung. Diese Rollen mit Schiebebremse, die haben keinen Freilaufhebel wie diese Rollen hier, diese konventionellen Rollen. Also wenn ich den Hebel umlege, dann rotiert die Spule. Wenn ich den Hebel wieder zurück tue, dann kann ich kurbeln. Und bei diesen Rollen ist es nicht so, sondern es funktioniert so. Man macht diesen Hebel ganz zurück auf die Off-Position und dann rotiert die Spule. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wenn man jetzt hier kurbelt, kein Widerstand, die Spule läuft frei. Und wenn ich dann diesen Hebel nach vorne drücke, dann habe ich eine Bremseinstellung. Wenn ich jetzt kurbel, dreht sich die Spule. Wenn ich die Spule festhalte, ich habe sie leicht eingestellt, die Bremse, dann habe ich hier so einen geringen Widerstand. Das heißt, Köder ablassen, werfen tut man mit den Dingern nicht, oder wenn man den Köder hinterm Boot herauslässt und Schnur freigibt, einfach den Hebel zurück. Hier an der Seite haben wir eine Rädelschraube und die dient der Voreinstellung der Bremskraft. Also die Idee ist so, wenn man die nach vorne dreht, dann wird die Voreinstellung erhöht der Bremskraft. So, und erst wenn man den Hebel aber dann in diese Position stellt, dann hat man die gewünschte tatsächliche Bremskraft. Die sollte so ein Drittel oder ein Viertel der angegebenen Tragkraft der Schnur entsprechen. Das ist die Strike-Position, in der man in der Regel fischt. Braucht man im Drill, wenn man einen großen Fisch dran hat, noch mehr Bremskraft, dann ist hier so ein kleiner Knopf, den kann man so ein bisschen reindrücken und dann kann man den Hebel noch weiter nach vorne drücken und erreicht so in dieser Position dann die maximale Bremskraft. So funktioniert also das Prinzip, das Grundprinzip einer
Multirolle mit Schiebebremse. Und dieses Prinzip ist fast überall gleich oder sehr ähnlich. Also das hier, wie gesagt, ist ein Modell von Shakespeare. Ob ihr eine Avid habt, eine Accurate, eine Alutechnos, eine Pen International, eine Okuma Makaira oder eine Shimano Tiagra oder ähnliches, das Grundprinzip ist wirklich immer gleich. Im Detail sind natürlich Unterschiede, aber die Unterschiede sind nicht so groß, außer in der Verarbeitung und in den Materialien. Und was auch noch der Fall ist, viele Leute, also diese Multirollen mit Schiebebremse sind eben oft sehr hochwertig und viele Leute haben dann irgendwie Hemmungen, da mal aufzuschrauben und reinzugucken. Sie sind tatsächlich hier auf der Seite oft geradliniger und nicht komplizierter aufgebaut als sowas hier. Ist tatsächlich so. Okay, dann fange ich mal hier das an, auseinanderzuschrauben. Fange wie immer an mit dem Kurbelgriff und dann erzähle ich nebenher etwas jetzt zu dieser Rolle hier. Also diese Shakespeare Fulmar 2921, die ist wie viele meiner Rollen per Zufall zu mir gekommen. Ich habe sie bekommen von einem Herrn, dessen Vater mal ein Angelgeschäft hatte. Und das ist wohl nach der Geschäftsaufgabe oder nach der Geschäftsauflösung übrig geblieben. Diese Rolle kam an einer schönen, aber jetzt nicht besonders hochpreisigen, einteiligen Trolling-Route mit Rollerringen in der 50-Pfund-Klasse. Das passt ungefähr von der Größe her. Und ja, diese Rolle gibt mir Rätsel auf in zweierlei Hinsicht. Wie immer, hier Kleinteile ab in die Schüssel, dass wir nichts verlieren. Diese Rolle gibt mir Rätsel auf in zweierlei Hinsicht. Zum einen, man erfährt über sie nichts. Wenn man googelt, wenn man im Internet sucht, dann findet man fast nichts. Ich nehme jetzt hier kurz diesen Knopf ab hier, diesen Voreinstellungsknopf. Da ist eine Feder dran. Ab damit. Dann nehme ich hier den Hebel ab. Das ist ein Kunststoffhebel. Und hier in der Mitte ist so ein Metall, eine Metallscheibe. Und die hat auf dieser Seite hier zwei so Vertiefungen. Wie so eine Rampe ist es. Und das muss hier beim Zusammenbau in diese zwei Hervorhebungen, die wir in diesem Plastikhebel haben, muss dann da wieder genau rein, muss da wieder drin sitzen. Das zeige ich euch gleich beim Zusammenbau. Also zurück zu der Rolle. Wie gesagt, ich habe gegoogelt und man findet nichts außer ein paar Bildern, ein paar Verkaufsanzeigen, die schon uralt sind, nicht mehr aktuell. Und dann habe ich gefunden zwei Forumsbeiträge, glaube ich, oder zwei Foren. Ich glaube, das sind englische oder schottische Angelkollegen, die über diese Rolle diskutiert haben und an ihr kein gutes Haar gelassen haben. Ich weiß es nicht. Das Ding ist riesig. Es wiegt ungefähr 2 Kilo, 1800 Gramm laut unserer Küchenwaage. Macht jetzt keinen besonders schlechten Eindruck, muss ich sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist hier dieser Plastikdeckel. Hätte man den aus dieser Plastikhebel, hätte man den aus Metall gemacht, genauso wie den Knopf, dann würde das Ganze schon viel solider oder wertiger wirken, aber gut. Also wie gesagt, über die Rolle keinerlei Informationen oder nur sehr, sehr wenig zu erfahren. Das Zweite, was ich nicht verstehe, das ist ein Riesending. Ich habe gesagt, die wiegt fast 2 Kilo, diese Rolle. Es ist eine Multirolle in der Größe 6-0. Und ja, sie hat, ich halte es hier mal hin, sie hat eine Schnurfassung von 500 Yards 50 Pfund Monofilleine. Also 50 Pound Class ist das. Eine 50 Pfund Monofilleine entspricht ungefähr einer 0,70er Schnur. Ich habe hier, ups, das habe ich mal rausgelegt, Moment, ich muss kurz aufstehen zum Vergleich, das halte ich kurz daneben. Ich habe hier dieses Modell hier, Moment, das hier ist eine Daiwa 600H. Das ist also eine ganz hervorragende, bewährte, ausgewachsene Big Game Rolle, auch in der Größe 6.0 und die hat nur 400 Yards Schnurfassung von der 70er Monofil. Also unter 400 Meter und diese Shakespeare, die hier vor mir liegt auf dem Tisch, die hat ungefähr 450 Meter Schnurfassung 70er Monofil. Die Pen Senator 6.0, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, die hat 450 Meter Schnurfassung von dieser 70er Monofil und wie gesagt, das sind echte Big Game Rollen oder Hochseerollen. Und was ich bei der Rolle überhaupt nicht verstehe ist, warum baut man so ein Riesending, so eine große Rolle?
Hier an der Seite steht auch drauf Trolling Reel, ja, mit einer Schnurführung. Das verstehe ich nicht. Also bei solchen Schnurstärken, bei so einer Größe, bei diesen Belastungen, die diese Rollen auf hoher See auszuhalten haben, warum man da mit einer Schnurführung daherkommt, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Egal, heute geht es darum, euch zu zeigen, wie funktioniert so eine Scheibenbremse, so eine Schiebebremse meine ich. Gut, hier haben wir die Seitenschrauben, die ich abnehme. 4 Stück oben, die sehen so aus, die sehen aus wie Holzschrauben oder wie Spax fast. Und naja, das ist irgendwie auch so ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich nicht die Krone der Schöpfung ist, diese Rolle hier. Dass es also eher doch ein billigeres, günstigeres Einsteigermodell ist. Und hier diese Schrauben mit dem Feingewinde, die sind unten im Rollenfuß drin. Gut, weg damit. Dann kann man hier den Seitendeckel abnehmen. Und das ist das, was ich meine. Hier, da ist nicht viel drin. Also wir haben ein Hauptritzel, wir haben dann so eine Abdeckplatte, Fixierungsplatte. In der Mitte sehen wir ein Kugellager. Und da hinten, was so silbern glänzt, das ist die Klinke für die Rücklaufsperre. Mehr haben wir nicht auf der Getriebeseite. Das ist wirklich sehr überschaubar und anders als bei den Pennrollen beispielsweise. Dann kann man hier die Spule herausnehmen. Die ist sehr schwer. Am Ende der Spule ist hier ein Ritzel, dieses kleine Ritzel, das Pinion Gear, das steckt hier auf der Achse drin und hier auf der Seite in der Spule, da ist auch so ein Gegenzahnrad drin. Das stelle ich mal so vor mich. Und hier auf der Seite haben wir den Mechanismus für die Schnurführung. Diese 2 Kunststoffzahnräder, die treiben die Schnurführung an und da oben diese Zunge, das ist der Klicker. Das hier baue ich jetzt auch gleich auseinander, weil ich dann zeigen möchte, wie man die Schnurführung wartet. Ich muss wieder aufpassen, dass auch alles im Bild ist, dass ich nicht da herausrutsche. Zur Firma Shakespeare wollte ich noch sagen. Also die Firma Shakespeare war mal ein Global Player auf dem Angelgerätemarkt. Also wirklich ganz große, ganz wichtige US-amerikanische Firma. Die hatten ein Vollprogramm, ein Komplettprogramm, da war vom Fliegen, für den Fliegenfischer bis zum Big Game Angler alles dabei. Shakespeare war tatsächlich auch sehr innovativ und hat qualitativ unheimlich hochwertige Produkte im Angebot gehabt. Also ich erinnere an die Shakespeare Sigma Rollen, habe ich hier auch schon ein Video gemacht über die Shakespeare Ambidex. Oder die Ugly Stick Routen, die Tiger Stick Routen oder die Wonder Rods. Also Shakespeare hat wirklich tatsächlich hochqualitative Angelgeräte hergestellt oder vertrieben. Sie hatten aber immer auch das Vollprogramm. Das heißt, es war von günstigen Einsteiger-Kombos bis eben zu den hochpreisigen Geräten war alles dabei. Und ich weiß nicht genau wann, ich kenne die Firmengeschichte zu wenig und irgendwann ist Shakespeare wohl in diese Billigheimer-Ecke abgedriftet. Also diese Rod-and-Reel-Combinations, diese Kombos, günstige Geräte haben sie dann vermarktet. Ich weiß nicht genau, aber der Ruf hat gelitten, die Qualität nahm ab. Und heute ist Shakespeare keine eigenständige Marke mehr, sondern ist es nur noch ein Name, ein Markenname unter dem Dach von Pure Fishing, von diesem Großkonzern, zu dem mittlerweile ja auch Mitchell, Abu, Penn, Berkeley und viele andere gehören. Okay, also das ist jetzt der Seitendeckel, die linke Seite. Da ist nichts, kein Kugellager in der Mitte, die 2 Zahnräder, der Klicker. Okay, jetzt fangen wir mal an mit der Getriebeeinheit, dass ich die mal zerlege. Da haben wir 4 Schrauben unter dieser Abdeckplatte. Wie gesagt, die Rolle ist eigentlich frisch gewartet und geschmiert. Ich werde jetzt nicht viel putzen, reinigen oder sonst was machen, sondern einfach das nur zu Demonstrationszwecken auseinanderbauen. Zwei. Diese Schrauben tue ich jetzt mal nicht in meine Schüssel. Ich lasse die vor mir liegen, weil die kommen hier sofort wieder dran.
Also, da haben wir diese vier Schrauben. Die mit dem großen Kopf und dieser kleinen Abdeckplatte darunter, die kommt in die Mitte. Dann nehmen wir hier diese Platte ab. Diese Abdeckplatte. Und dann haben wir hier das Hauptritzel. Das müssen wir nur abbekommen. So, jetzt geht's. Das steckt hier auf der Kurbelachse. Geht ein bisschen schwer, ist ein bisschen störrisch, macht aber nichts. Und hier drunter haben wir das kleine Zahnrad für die Rücklaufsperre. Das kann man auch abziehen. Da ist eine. So sieht es dann aus. Also da haben wir die Rücklaufsperre mit einer kleinen Feder, die Klinke. Da machen wir jetzt nichts. Und da haben wir ein Kugellager. Dann setze ich das wieder zusammen hier. Und hier muss man darauf achten, dass die Rücklaufsperre so sitzt und dieses Zahnrad in der richtigen Richtung ist. So muss es funktionieren, nicht andersherum, sonst geht es nicht. Gut, dann tun wir hier das wieder drauf. Jetzt muss ich gerade gucken. In welcher Richtung? Also, da wird das Zahnrad wieder so da drauf gesetzt. Ich glaube, Moment, da habe ich jetzt nämlich nicht aufgepasst, und zwar schon beim letzten Auseinanderbau, wie dieses Zahnrad drauf gehört, dieses Hauptritzel. Ist mir runtergefallen. Wieder. Das ist dieses kleine Anti-Reverse-Ding ist mir da heruntergefallen. Also nochmal rein damit. Und die glatte Seite gehört nach oben, da bin ich mir sicher. So sitzt es dann wieder drin. Wir können gucken, ob das Anti-Reverse funktioniert. Tut es. Dann kommt hier diese Platte wieder drauf. Das geht nur in eine Richtung, die ist asymmetrisch. Und natürlich habe ich es falsch gemacht. So. Und dann kommen hier die vier Schrauben wieder drauf. Also wie gesagt, ich habe von der Firma Shakespeare einige Geräte, einige schöne alte Rollen aus den 70er Jahren hauptsächlich, auch die ein oder andere Angelrute, und das war wirklich, das sind top Geräte, aber mittlerweile, ja, ist es einfach, der Ruf hat gelitten, die Tradition wurde aufgegeben, leider, bedauerlicherweise, aber so läuft halt die Entwicklung, da kann man nichts machen. Muss man mit leben. Also diese Schrauben hier wieder drauf.
Okay, drehen wir es mal, ob es funktioniert. Jawohl, tut's, Klickmechanismus funktioniert. Was ich jetzt mache, ist hier in der Mitte auf das Kugellager, tue ich noch 2-3 Tropfen Rollenöl, nicht zu viel, ist nicht nötig. Und hier auf das Ritzel, auf das Hauptritzel, und das muss ich sagen, das ist tatsächlich ziemlich massiv, das wirkt vertrauenswürdig. Da tue ich jetzt einfach noch ein bisschen Rollenfett drauf, so. Das verteilt sich dann schon. Okay, das sollte reichen für diese Seite, dann tun wir die gleich mal weg. Als nächstes gehen wir an... Jetzt ist mir hier was rausgefallen. Jetzt ist mir hier eine kleine Beilagsscheibe rausgefallen, die ich übersehen habe, die da reingehört. Na, das ist ja prima. Das sind so diese Dinge, die passieren auf diesen Videos. Das mache ich nachher. Das schraube ich dann nachher nochmal auseinander. Hier ist mal eine kleine Beilagsscheibe übrig geblieben auf meinem Brett. Ich weiß, wo sie hingehört. Ich habe sie schlicht und einfach vergessen. Das mache ich dann später. Jetzt kommen wir mal hier zu der Spule, zu dieser Funktionsweise von dieser Bremse. Diese Spule hat an der Seite eine Plastikkappe. Die kann man aufschrauben. So. Nur eine Plastikkappe, ist nichts drin. Hier drunter haben wir dann eine Metallandruckscheibe. Dieses Ding da. Also eine sehr, sehr große Metallandruckscheibe. Und hier auf der Seite, wie gesagt, da läuft dann dieses Pinion Gear drin. Und dann kommt hier, das ist das, was ich meine, das ist die eine einzige sehr große Bremsscheibe, die hier drin sitzt. Auf der Spule, auf der Innenseite der Spule. Darunter ist ein Kugellager und die Achse. Und jetzt ist es so, dass... Jetzt merke ich gerade, ich habe hier noch was verloren. Noch ein kleines Teil, auf das ich besser hätte achten müssen. Ja, das finde ich aber auch gleich, das kann nicht weg sein. Und hier drunter ist ein Kugellager. Auf der Seite hier, und da müsst ihr mir helfen, wer es weiß, wie das geht. Da ist ein Deckel, da sind zwei Schrauben und zwei so kleine Nieten. Diese Zahnräder, die wir da sehen, die sind für den Klickmechanismus, beziehungsweise das Kleine treibt dann die Schnurführung an. Und das müsste man eigentlich aufmachen können. Die Schrauben kann man lösen und dann müsste man das hier eigentlich herausziehen können. Darunter ist nämlich noch ein Kugellager, das weiß ich. Aber das geht irgendwie nicht. Da bin ich dran gescheitert. Also ich kann hier diese beiden Schrauben lösen, aber das Ganze kann man nicht herausziehen. Ich weiß nicht warum. Das heißt, auch die Achse kann man nicht herausnehmen. Das heißt, wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist. Und tun hier einfach etwas Öl auf das Kugellager. Bei diesen Rollen ist es so, bei diesen Leverwind Rollen, hier tue ich auch etwas Öl drauf, ist es so, dass die Achse am Ende fix im Gehäuse ist. Die Achse ist starr im Gehäuse, die bewegt sich nicht, die Spule läuft auf der Achse auf zwei Kugellager. Hier mit dieser Bremsscheibe, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Das ist trocken, das Material. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Also Carbontex oder sowas ist es nicht. Ich weiß es nicht genau, ob man das fetten kann, fetten soll. Mit Rollenfett, hier mit diesem Kells Universal Drag Grease, was ich normalerweise immer hernehme. Ich lasse es jetzt, ich baue das jetzt einfach wieder trocken ein. Also, die Bremsscheibe kommt wieder rein. Hier steckt noch eine Feder auf der Achse, die muss auch drin bleiben. Dann kommt hier diese Andruckscheibe wieder drauf. So, und hier sieht man das. Also, das Ganze, das bewegt sich so. Hier. Diese Scheibe, die bleibt in Position, sondern es wird dann praktisch, wenn man die Bremse betätigt, die Spule gegen diese, also das wird so dagegen gedrückt und dadurch entsteht die Bremse, die Bremskraft bei diesen Rollen. Dann wird das Ganze wieder zugeschraubt.
ist das auch erledigt. Ah, hier ist das Teil, was ich verloren habe. Dieser kleine Stift, der ist mir runtergefallen. Der kommt hier hinten rein. So. So muss der drin sitzen. Aufpassen, der sitzt ganz locker, der fällt leicht heraus. Den tue ich jetzt gleich mal in meine Schüssel. Und das sitzt dann hier hinten in dieser Aussparung, die man da sieht. Da sitzt dann dieser kleine Stift quer zur Achsrichtung drin und das fixiert die Achse sozusagen. Okay, jetzt machen wir noch schnell, bevor wir das wieder zusammenbauen, hier die Schnurführung. Das wollte ich noch zeigen. Auf der Seite muss man gar nichts machen. Diese Kunststoffräder muss man nicht ölen, muss man nicht schmieren. Das ist sauber, passt alles. Wie bauen wir das auseinander? Also, hier ist unten der Wurmschaft für die Schnurführung. Hier ist ein kleines Zahnrad. Das wird eben dann von diesem kleinen Zahnrad oben angetrieben. Und hier auf der Seite, um das Ganze zu entfernen, da haben wir einen Clip hier oben. So ein C-Clip, der muss raus. Vorsichtig, mit dem Stichling mache ich das. Und Achtung, der fliegt gerne davon. Ich lege den jetzt mal vor mich. Hier ist der Clip, dann folgt eine kleine Unterlagsscheibe. Die da drunter sitzt. Wenn man sie denn abbekäme. So, hier so eine ganz kleine Unterlagsscheibe. Die lege ich jetzt auch mal vor mich hin, vorsichtig. Und dann wird hier unten einfach diese Schraube gelöst. Voilà. Was ist rausgefallen? Und da drin sitzt dieses Ding hier. Paul nennt sich das. Das haben wir bei einer anderen Rolle schon gesehen. Das ist immer gleich bei Multirollen mit Wurmschaft, Schnurverlegung oder auch bei Stationärrollen mit Wurmschaftgetriebe. Diese zwei kleinen Hörnchen, die wir da sehen, ich nenne es Hörner, die reiten hier unten in diesem Wurmschaft drin. Jetzt kann man den auch einfach rausziehen, seitlich. So sieht es dann aus. Da reiten die drin und dann entsteht diese Hin- und Herbewegung. Hier mache ich jetzt gar nichts, das habe ich gestern gereinigt und auch geölt. Ich stecke das einfach wieder rein, dass es wieder so da drin sitzt. Mache dann, was ich mache, ist hier unten in diese Schraube kommen zwei Tropfen Öl rein, weil das ist wichtig, dass dieser Paul hier mit diesen kleinen Hörnern sich frei bewegt. Und jetzt muss man Folgendes machen, dass der richtig sitzt. Da muss man herumspielen. Also, das funktioniert in der Regel nicht beim ersten Mal oder beim ersten Versuch. Ich mache jetzt hier diese Kappe wieder drauf, ziehe die leicht an mit dem Schraubenzieher, noch nicht fest anziehen, nicht mit Gewalt. Und dann drehe ich hier und gucke, wann sich das hin und her bewegt. Jetzt geht es nämlich nicht, jetzt klemmt es, also noch ein wenig aufdrehen. Und jetzt funktioniert es. Nein, noch nicht ganz. Jetzt funktioniert es. Also, da muss man immer so ein bisschen herumspielen, dass diese Hörnchen richtig hier in diesen Zickzacklinien, in diesem Wurmschaftgetriebe drin sitzen. Das funktioniert meistens nicht beim ersten Mal, sondern Trial and Error. Anders geht es nicht. Aber wie gesagt, wenn man das macht, wenn man das probiert, nicht hier mit Gewalt zudrehen, das Zuknallen, diese Kappe, diese Mutter, sondern einfach langsam, bedächtig, mit Geduld, bis es richtig sitzt. Jetzt kommt hier auf diese Seite diese Plastikkappe rein, die oben dieses Sechseck hat. Die muss genau sitzen. Die muss genau plan sitzen, weil sonst kann man das Ganze nicht mehr zusammenbauen. So. So sitzt es dann drin. Darauf folgt die kleine Beilagsscheibe. Na. Diese Beilagsscheibe.
Und dann zum Schluss kommt einfach hier dieser Clip wieder drauf. Und jetzt schauen wir mal, ob das von Hand geht. So. So sitzt es dann drauf. Ist der Clip wieder drauf und dann ist das Ganze wieder fixiert. Okay. Soweit, so gut. Und jetzt kann man schon wieder dran gehen. Hier tue ich ein bisschen Fett drauf auf dieses Zahnrad. Und jetzt kann man schon wieder dran gehen und das Ganze wieder zusammenschrauben. Jetzt zunächst hier der Seitendeckel. Das sind jetzt wieder 12 Schrauben, da ist jetzt wieder Geduld gefragt. Ich mache es immer so, ich mache die Schrauben immer so gegenüberliegend rein. Das hat sich als ganz gut erwiesen, dann hat man keine Verspannungen, alles sitzt richtig. Diese längeren Schrauben mit dem Feingewinde, haben wir gesagt, die kommen in den hohlen Fuß. Also diese Rolle wiegt, habe ich gesagt, knapp 1800 Gramm. Und ich habe beim Auseinanderbau gemerkt, die Hauptmasse ist tatsächlich hier die Spule. Die ist wahnsinnig schwer, die ist irgendwie ganz Metall. Während hier der Rahmen und die Seitendeckel, ich weiß nicht, hier steht drauf Graphit Titanium. Graphitrahmen ist es. Also das wirkt irgendwie, wie soll man sagen, nicht sehr vertrauenserweckend, muss ich sagen. Jetzt kommen hier oben noch die Ringe rein, die Ösen für den Harness, wenn man den einen hat. Die kann man reinstecken und dann ins Gehäuse und dann hier die letzte Schraube reindrehen. Okay. Und dann kommt hier Spule rein. Und ich habe gesagt, bei der Spule haben wir hier diesen Stift hier. Der wird hier reingesteckt. So. So sitzt er dann drin. Und jetzt den nicht verlieren. Und jetzt wird es ein bisschen hakelig wahrscheinlich, weil man muss das genau treffen. Also ich mache das so. Gehe hier oben mit der Spule senkrecht ins Gehäuse rein und schaue und hoffe, dass die Achse das Loch trifft und der Stift die Aussparungen. Puh, Glück gehabt. Sieht gut aus. So. So sitzt also die Spule dann wieder korrekt drin. Und wenn ich jetzt hier die Achse nehme, sie lässt sich nicht drehen, weil sie auf der Seite eben durch diesen querstehenden Stift gesichert ist. Okay, dann haben wir hier das Pinion Gear, dieses kleine Ritzel. Da tue ich jetzt auch noch ein wenig Rollenfett drauf. Ich habe nicht mehr viel hier, mein Fettvorrat geht zur Neige, ich muss nachbestellen. Tue ich noch was drauf, das hat sich schon wieder etwas verflüchtigt, was ich da letztens drauf getan habe. Das wird dann hier reingesteckt und sitzt dann so auf der Spule. Und wie gesagt, hier die Spule ist mit diesem Ritzel jetzt fest verbunden. Nicht wie bei diesen konventionellen Multirollen, die ich gezeigt habe, wo das Getriebe dann von der Spule abgekoppelt wird. Gut, als nächstes kommt dann hier dieser Seitendeckel drauf. Und wie gesagt, da fehlt unten beim Hauptgetriebe eine kleine Beilagsscheibe. Aber das mache ich nach diesem Video. Ich nehme das einfach nochmal auseinander und füge die an der richtigen Stelle ein. Sonst dauert das alles zu lange hier. Hier wieder unsere oben. Das sind starke Schrauben, aber ich habe bei denen hier
meine Zweifel, ob das Edelstahlschrauben sind, ob die rostfrei sind. Das wäre natürlich für eine Meeres-Multirolle völlig Banane sozusagen, wenn ich da an Edelstahlschrauben, an rostfreien Schrauben spare, aber naja. Wenn jemand die Rolle kennt, Tipps hat, Erfahrungen, bitte gerne, ich freue mich über Kommentare in der Kommentarfunktion oder schreibt mir eine E-Mail. Wenn jemand weiß, was das für ein Material ist, diese Bremsscheibe, dieses weißliche, beige Material, ich bin für jeden Hinweis dankbar, würde mich sehr interessieren, bin neugierig. Auch die Frage, soll man diese Bremsscheibe fetten? Mit Bremsenfett behandeln, ja oder nein, das würde mich auch interessieren. Ich habe es jetzt einfach so, wie es war, trocken wieder eingebaut. Hier oben habe ich natürlich diesen Ring, diese Öse vergessen. Die kann man dann hier oben, wie auf der anderen Seite auch, nachträglich noch reinstecken und dann die Schraube reindrehen. Dann folgt hier dieses Ding. Das liegt dann so da drauf und da haben wir hier oben in der Mitte eine kleine normale Schraube. Die das Ganze fixiert. Vorne und hinten oder links und rechts kommen auch kleine schwarze Schrauben rein, die hier mit diesem Ring da versehen sind. Da brauche ich einen anderen Schraubenzieher, der geht glaube ich besser hier, ein kleinerer. Und hier dann das letzte. Und jetzt fehlt noch der Bremshebel und die Kurbel und dann war es das. Dann müsste es eigentlich wieder laufen. Bremshebel kommt drauf. So, wird einfach so drauf gesteckt. Ich habe ihn hier hinten in der Off-Position. Und jetzt folgt hier diese Metallplatte mit diesen zwei Einkerbungen, mit diesen Rampen, die also so eingefügt werden, dass sie schlüssig sind mit den Einkerbungen hier in dieser Metallplatte, die ich da reingefügt habe. Dann kommt hier der Knopf für die Voreinstellung der Bremskraft. Einfach ein Kunststoffdrehknopf mit einer Feder, der wird draufgeschraubt. Wie gesagt, da verstehe ich nicht, warum er das hier nicht aus Metall gemacht hat, genauso wie diesen Hebel. Dieses Plastik, das wirkt einfach nur billig. Aber gut, ich denke, es ist eine Low-Budget-Rolle, ich denke, es ist eine Einsteigerrolle. Darauf weist ja auch die Schnurführung hin. Wahrscheinlich ist es gedacht für Leute, die einfach mal das Hochseeangeln oder das leichte Big Game Angeln ausprobieren wollen und sich eben nicht zutrauen, eine Multirolle ohne Schnurführung zu fischen. Und wahrscheinlich war das eine Kombo. Diese Spule, genau die Rolle, das wollte ich noch sagen, die hatte, als ich sie bekommen habe, hier vorne noch ein Preisschild drauf. Ein altes Preisschild, da stand drauf 349 D-Mark. Ich weiß nicht, ob das für die Rute und die Rolle galt, weil ich habe ja gesagt, das war eine Kombination. Wo habe ich jetzt den? Hier. Das war eine Ruten-Rollen-Kombo. Oder ob das der Preis für die Rolle allein war. Wenn es der Preis für die Rolle allein war, dann war es immerhin nicht ganz billig. Also das war jetzt, ja, das war schon ein Geld, 349 D-Mark. Okay, gut, die kleinste Schraube ist drin. Es müsste funktionieren, obwohl ich hier diese Beilagsscheibe vergessen habe und die ich eben dann nachher noch nachträglich wieder einbauen werde. Gucken wir mal. Also die Spule dreht sich.
leicht. Es ist in Off-Position. Der Hebel macht das Klackgeräusch, was er machen soll, wenn ich ihn nach vorne bewege. Jetzt drehe ich hier die Voreinstellschraube etwas nach vorne. Diese Voreinstellschraube soll man nur bedienen, wenn der Hebel hinten in der Off-Position ist. Also nicht irgendwie auf Strike gehen oder noch weiter darüber hinaus und dann hier herumspielen, sondern immer zurück den Hebel, dann hier die Bremskraft, die Voreinstellung vornehmen und dann erst so. Es funktioniert, läuft, die Rolle läuft sehr leicht, sehr schön. Die Schnurführung geht und wenn ich die Spule festhalte hier und kurbel, dann habe ich einen Widerstand, also die Bremse funktioniert auch. Prima. Okay, das war's schon. Eine schnelle Einführung, ein schneller Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise einer Multirolle mit Schiebebremse. Und wie gesagt, dieses Modell ist sehr selten. Es ist nicht besonders hochwertig. Wahrscheinlich ist es deshalb auch selten, weil ja gerade die Big Game Angler wollen nicht mit billigem Zeug angeln, das weiß ich. Aber wer eine Alutechnos hat, eine Avid, eine Accurate, eine Pan International, das Grundprinzip ist gleich oder ähnlich. Also wenn man eine Shimano-Rolle aufmacht mit Schiebebremse, die Teile sind besser, die Materialqualität ist besser, die Verarbeitungsqualität ist besser, aber der mechanische Grundaufbau ist im Grunde das gleiche. So, ich hoffe, ich konnte etwas zur Aufklärung beitragen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.